Also, ich habe jetzt den Spiegel. Wahrscheinlich muss ich sie damit irgendwie blenden. Nur weiß ich nicht wie. Ich weiß nicht, wie ich sie blenden soll. Oder muss ich mit dem Spiegel hier gar nichts machen und muss einfach aus dem Raum rauskommen? Das ist halt das, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, wie ich mit dem Spiegel umgehen soll. Steht ihr da jetzt auch draußen, wenn ich ohne den Spiegel rauskomme? Nee, dann nicht. Also es hat auf jeden Fall was mit dem Spiegel zu tun. Ich kann ihn auch nicht kaputt machen. Muss ich ihn eher vielleicht entgegenwerfen. Tja. Wir sind nur ein bisschen überfragt. Ich habe den Spiegel. Ich kann bloß nichts damit anfangen. Also ich muss sie wahrscheinlich irgendwie blenden. So viel ist mir klar, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Oder muss ich einfach stehen bleiben, wenn das Licht ausgeht? Wie könnten wir den Spiegel benutzen? Kann ich hier Scherben aufheben? Wahrscheinlich auch nicht, oder? So, aber was kann ich denn mit diesem Ding tun? Eigentlich gar nichts. Ich kann es werfen, aber das war's dann auch. Und wenn sie mich sieht, ist vorbei.
Ich habe echt keine Ahnung, wie ich den Spiegel benutzen soll. Ich kann ihn halt auch nicht vor mich heben oder sowas. So, was war's? Ich gucke jetzt erstmal. Wo könnte eigentlich der Spiegel hinkommen? Der müsste ja eigentlich hier hin. Oder? Ich weiß es halt nicht. So gesehen gibt es nicht wirklich einen Platz dafür, wo der hingehört. Aber ich weiß halt auch nicht, was wir hier damit machen sollten. Wir können uns ein bisschen umsehen, aber alles in allem. Habe ich keine Ahnung, wo der Spiegel hin muss. Also ich sehe die Augen an der Wand, aber ich weiß nicht, ob die was damit zu tun haben. Ich stelle mich jetzt einfach mal in die Mitte vom Raum. So rum ist richtig, oder? Okay, also er nimmt ihn immer auf der richtigen Seite. Müssen wir im Licht bleiben? Da war gerade so ein Licht. Könnte es das sein? Wir probieren das nochmal. Wir haben ja nichts zu verlieren. So, heißt, wir gehen jetzt wieder in die Mitte. So, nochmal getroffen. Jetzt müsste sie ja eigentlich noch einmal auftauchen. Ja, jetzt aber, ich war doch drauf. Aber immerhin wissen wir, was wir jetzt tun können. Wir müssen sie dreimal mit dem Spiegel treffen. Das sollte ja eigentlich machbar sein. Würde ich mal sagen. Dann legen wir doch jetzt los. Thank you.
So, das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Und jetzt müsste eigentlich die komische Attacke kommen, wo sie vortäuscht. So, müssen wir es jetzt nochmal machen. Sieht ganz so aus. Was ist das jetzt? Immer noch nicht. Okay, wie lange müssen wir das noch machen? Jetzt ist der Spiegel zerbrochen. Essen wir sie jetzt auf? Ich weiß nicht, ob es so klug ist, mich ihr zu nähern. Okay, wir essen sie auf. Okay. Die haben wir jetzt gefressen und wahrscheinlich haben wir jetzt die böse Energie aufgenommen. Bewegen können wir uns nicht. Doch, jetzt geht was. Nur laufen. Und wir töten die ganzen Leute. Oder fressen ihre Seelen oder was auch immer. Auf jeden Fall kann uns jetzt keiner mehr was antun. Ich weiß nicht, was gerade vorgeht. Aber ich glaube, es ist nicht gut. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende des Spiels. Wir gehen ins Licht.
War's das jetzt? Kann ich nochmal umdrehen? Ich glaube nicht. Ja, das war Little Nightmares. Nochmal spannend zum Schluss. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei diesem kleinen Abenteuerspiel wie ich. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin, haut rein!